Herzlich willkommen zur 89. Folge Pyramidon mit dem Felix. Hallo. So, wenn ich da jetzt Glas rauspacke, dann wird unser Strom sich wieder völlig ausrasten. Gehe ich mal ganz stark davon aus. Aber egal. Und so, wir haben ja jetzt die Forschung mit diesem Eisenprozessing durch. Das heißt, wir können da vorher jetzt irgendwelche anderen Schritte machen, damit wir mehr Eisen kriegen, oder nicht? Ja, das Problem ist bloß der Platz. Wir haben jetzt halt die Option zu sagen, wir machen erstmal mehr, aber nutzen nicht das Ganze aus, was wir haben. Das würde heißen, wir haben nur die Backenbrecher davor. Oder... Die Backenbrecher waren das die, die da irgendwie dieses pulverisierte Zeug rausmachen, ne? Backenbrecher sind die Dinger da oben. Die zerbrechen das Eisenerz in... In Pulver. Prozessed Iron Ore und Stein. Mhm. Und dann könnten wir aus 5 Erz eine Platte machen. Aktuell machen wir aus 8 Erz, glaube ich, eine Platte. Wenn wir schon mal 3 Erz pro Platte theoretisch gesehen sparen. Man könnte aber auch noch einen Schritt weiter gehen, was wiederum noch mehr Platz kostet, und Borax und Oxygen hinzufügen. Und dann würde das zu Molten Iron werden. Mhm. Das Molten Iron kannst du dann mit Borax, einer Gussform aus Sand, zusammenfügen zu Platten, und wenn du das maximal steigern willst, kannst du noch heiße Luft zupacken. Das Problem ist bloß, dass hin, ne? Erstens das, zweitens müssten wir vor die Sinester, die da hinten sind, beziehungsweise von da aus irgendwo nach hier oben bringen, wo Eisen ist. Außer wir bauen die ganze Anlage für die Nester halt nochmal irgendwo oben hin. Wäre theoretisch gesehen möglich, aber da müsste man halt einen Rohr für Thea bzw. Creosite oben irgendwo hinbringen auch. Wenn wir die Anlage nach links verschieben, ich sage mal so über das Schwefel, und muss den Platz da holen, also ich meine jetzt speziell so diesen Platz hier, weil da haben wir halt nur, ich sage mal so 2-3 kleinere Nester, die könnten wir, glaube ich, relativ gut noch wegkriegen. Das Problem, was ich da bei solchen Aktionen bloß sehe, ist, dass wir dann halt relativ zeitnah das Problem haben werden, dass die Umweltverschmutzung und so wegrennt, dass wir da auch wieder dauerhaft hinrennen müssen, was weiß ich, machen dürfen. Weil wir ja dann die Anlage nicht permanent laufen lassen könnten und so weiter und so fort, weil die Umweltverschmutzung sich ausbreitet. Na gut, man müsste halt alles dann wieder mit diesen Dings da zu basteln, ne? Und ob so eine Holzanlage, ja. Schwierig, 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 schwierig. Was anderes, um Umweltverschmutzung wegzumachen, haben wir nicht, ne? Nicht, dass ich aktuell dies wüsste. Kann es sein, dass wir überall außenrum Methanrohre haben, aber gefühlt, wenn man in der Mitte der Basis Methanrohre sucht, man findet keine. Okay, na gut, das könnte natürlich ein Problem darstellen. Mhm. Ich habe hier Methanrohr. Ja, ich habe schon gerade gehabt, aber...
Ja, ich hatte es vor der Folge noch einmal durchgehauen. Das Problem ist natürlich aber auch, eigentlich müsste man halt dieses Quadrat hier mäßig freilassen, beziehungsweise wieder rückbauen, dass man halt dann irgendwann an dieses, Welches Quadrat? Welches Quadrat? ja, Ah, das ja. Grundquadrat halt, die drei Dinger da halt, dass man die halt wieder freigibt, sozusagen, dass wir das Phosphatgestein halt später bekommen. Weil die dürfen wir ja eigentlich auch nicht überbauen, weil ich. Ist ja eigentlich Ressourcen, die wir da nicht abbauen können, wenn da was drüber steht, so. Na gut, ich weiß nicht. Phosphatgestein, die können wir noch nicht abbauen, ne? Also theoretisch gesehen könnten wir es abbauen, bloß wir haben das Problem, dass wir diese Bora, diese Quarzmine dafür nicht haben. Okay. Wobei ich ehrlich gesagt auch nicht weiß, was Phosphatgestein genau ist. Also was da jetzt genau rauskommt. Zu welchem Erz ist das denn das Äquivalent? Also Quarz ist es definitiv nicht. Es braucht Synthesegas. Ist das Borax? Was da Ich rauskommt? müsste ganz ehrlich sagen, ich wüsste nicht, was. Chrom ist es nicht, obwohl es Synthesegas hat. Nickel glaube ich auch nicht, das auch nicht. Das wird mit Sicherheit Also ich würde irgendwas denken, Extra-mäßiges sein. ich würde sagen, es ist Borax, weil Borax braucht 5 und das Zeug braucht glaube ich auch 5, um abzubauen. Also würde ich denken, dass da Borax rauskommt. Ja, es sieht ja zumindest schon mal so aus wie Knochen, ne? Wenn man da so rüber scrollt. Womit machen wir jetzt im Moment Borax? Wo ist denn Borax? Das hier ist Borax, ne? Borax kommt aber aus einem Borax-Reservoir. Ja, dieses Was für komische. Zeug ist das dann? Ich wundere mich gerade, hä? Warum bekomme ich denn da nicht angezeigt, was das ist? Aber es ist eigentlich nur ein Tank. Wenn man auf der Karte guckt, denkt man, was ist das eigentlich für ein Erz gerade? Ach so, ja, okay, stimmt. Weil das so anders gefärbt ist, sonst sind die Sachen ja alle blau immer, aber es ist ein Tank, dadurch hat er eine andere Farbe. Ja, also das ist halt im Moment das größte Problem. Platzmäßig, ne? Wir könnten oder wir müssten eigentlich so viele Sachen aufbauen. Das ist das gleiche Spielchen, ist das hier nicht auch irgendwas? Das ist das gleiche Spielchen wie hier, diese Zinkreserve. Aber die ist noch einfacher frei zu bekommen, weil da keine Maschinen drüber stehen. Da kannst du die Fließbänder und so weiter anders legen. Halt nur bei dem einen wird halt die eine Maschine ein bisschen verschoben oder so. Aber das ist noch einfacher, als wenn da eine ganze Schmelze mäßig drüber steht. Aber die würden, glaube ich, eh abgebaut werden, wenn wir das Protest Iron voll aufbauen. Weil das die Maschinen sich dann ändern. Du brauchst dann Backenbrecher, Basic Oxygen Ja, pass Furnace, auf. Wollen wir dann die Casting Schmelze Unit. hier hinsetzen? Weil das Eisenerz kommt ja eh von hier. Dann setzen wir die Schmelze auch hier hin. Dann müssen wir halt aber da auch ein Terror haben, im besten Fall, um dieses Nester da hinten aufzubauen. Ne? Ein Terror liegt hier. Ein Terror ist direkt hier oben drüber. Da ist ein Terror. Dann gucke ich mal, dass ich die Maschinen dafür bekomme. Aber ich denke mal, weil hier haben wir noch am meisten Platz. Dann müssen wir vielleicht nur hier noch einmal gucken, dass wir da zubauen. Zwecks Umweltverschmutzung. Massenhaft Dackenbrecher gebaut. Warum sind nur noch zwei übrig? Tja, Ah ne, das. es sind vier noch übrig. Achso, jetzt muss ich das Terror hier sogar noch verlegen, weil das hier noch im Weg steht. Die Backenbrecher haben ein Herstelltempo. Wir haben Oh, weil
Wald. Ich, wie ich Wald hasse, ne? Vor allem, wir haben nichts Sinnvolles dagegen, um das mal so halbwegs hier wegzubasteln. Außer, wir würden Dings nehmen. Ja. Olli! Moin, moin! Haben wir schon rote Bänder? Nein. Nein, das ist noch ein bisschen teuer. Vielen Dank für dein Abo im 9. Monat. Glaubst du auch nicht im Ernst, dass wir solche tollen Sachen bauen könnten? Das wäre ja einfach. Das ist das Problem, ne? Vor allem, da brauchen wir auch diese komplizierten kleinen Teile und den ganzen Kram. Ekelhaft. Richtig ekelhaft. Wenn du hier rüberkommen solltest, kannst du noch mal ein paar Rohre mitbringen? Falls da noch Platz im Inventar ist. Ach so, und Fließbänder und rote Greifarme und. Ah, ich glaube selber, glaube ich gleich nochmal. Backenbrecher. Ich habe jetzt 4 Stück, ich brauche 6 pro Fließband, also 24. Also brauche ich noch 20 Stück, ach du Scheiße. Von was 20 Stück? Backenbrecher? Ja, herzlichen Glückwunsch. Immerhin steht das Duraluminium langsam auf dem Band. Immerhin etwas. Na gut, Duraluminium muss ich ganz ehrlich sagen, da hatte ich mir eben am Anfang der Folge 500 rausgenommen. Also das heißt, es ist eigentlich, sieht es doch deutlich besser aus, als jetzt im Moment aussieht. Ich habe mich gerade gewundert, hä? Warum ist unsere kleine Teilekiste so leer, bis ich festgestellt habe, dass es gar nicht die kleine Teilekiste ist, die ich meinte, sondern eigentlich die Kiste von den Ralesia Plantations. Naja. Einfach mal bedienen an der Kisten oder so ähnlich, ne? Bevorzugter Ausgang. Links, bevorzugter Ausgang rechts. Nexelit, das ist das rote Zeug. Na gut, rotes Zeug. Wird jetzt im Moment nicht gemacht, weil ich da gerade die Dings abgekrimmt hatte, weil wir nicht genug Zeug hatten. Ja, Glasflaschen haben wir jetzt echt mordsmäßig viel, ne? Das ist Wahnsinn. Und Glas haben wir oben auch einen ganzen Tank von 80.000 voll. Ja, ist doch super, eigentlich. Ja, es fehlt halt anderes Zeug. Zum Beispiel Koks. Warte mal, du bringst da ein Dingsfix. Das heißt, ich muss von da noch ein zweites Teil holen. Das heißt, ich brauche jetzt eh erst noch mal Strommisten. Rohre, Strommisten, Rohmisten und solche Geschichten. Mal 1,5 36.
Oh wow, wir haben hier unten mal wieder eine Kiste mit reichhaltigen Leben leer gemacht. Huhu. Der Wahnsinn. Sieht das aus mit der Umweltverschmutzung? Na, es passiert ja das, was du schon gesagt hattest. Die haut uns jetzt natürlich übers Dings ab, ne? Ach du Kacke. Warum muss ich immer so eine Scheiße bauen, Mann? Was hast du denn oder was hast du nicht? Basic Oxygen Furnace MK1? Wir Was? brauchen Basic Oxygen Furnace MK1. Wir Okay. brauchen Wascheinrichtung und einen Heizkessel. Okay. Sehr schön. Ja, Olli, das Problem, muss ich dir ganz ehrlich sagen, habe ich auch. Mal Welches wieder, Problem? dass man sich nicht mit dem Chat connecten kann. Also steht immer Verbindung mit dem Chat wird hergestellt. Deswegen vorm Stream hat er mich auch angekackt, von wegen hier meine Streamschüssel und sowas. Also Twitch hat da wohl wieder irgendwas ganz gewaltig umgebaut und es funktioniert nicht mehr so, wie es funktionieren sollte. Es liegt aktuell an den ganzen Firmen, die haben aktuelle Kackserver. Das kommt auch noch dazu. Snapchat war heute auch down, letztens war WhatsApp, Facebook und blabliblub down, jetzt ist das down, was weiß ich. Einfach alles aktuell down. Das habe ich, das habe ich. Ah, Fließbänder. Wo waren die Fließbänder? Ach, bin schon freigerannt. Oh. Ach so, ja stimmt, Fließbänder, da war ja das Problem mit dem Eisen. Unter anderem, ja. Oh, Felix ist ja hier schon fleißig am Bauen. Okay, aber das ist ja wenigstens ein Vorteil. Einrichtungen sind toll. Hier pfeift auch schon alles rum. Sich das oder so ähnlich. Warum ist jetzt? Hä? Nee, habe ich noch nicht. Habe ich noch nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt Felix seit, ja, ich würde sagen, knapp einer Woche heute das erste Mal wieder gesehen oder gehört. Gesehen ja gar nicht, gehört. Ja, eigentlich seit dem letzten Stream. Das müsste jetzt knapp eine Woche her sein. Würde ich jetzt mal so grob schätzen. Kommt hin, vermutlich ja. Glaube ich nicht. Ich glaube, er fängt einfach an zu weinen. Will ich wissen, was er gerade schreibt? Dazu müsstest du den Shit offen haben. Dazu müsste ich einen PC haben, der mich nicht aus dem ganzen Internet rauskickt, wenn ich 25 Internetsachen gleichzeitig anhabe. Musst du Handy nehmen. So, jetzt darf ich warten, dass er das gleiche nochmal schreibt oder so ähnlich. Oh, das ist aber schade, dass er es nicht geschrieben hat, dass du es nicht vorher geschrieben hast, gesehen hast. Oh, die schreibt es am besten nicht. Wie gesagt, er wird anfangen zu weinen. Genauso wie du anfangen wirst zu weinen, weil wir jetzt gleich am Ende der Folge angekommen sind.
Wieso? Nein, ich meine jetzt erstmal, warum jetzt hier schon wieder Systeme in unterschiedlichen Flüssigkeiten nicht verbunden werden dürfen, obwohl das hier ist Dampf und das hier ist Dampf. Weil deine Dingskühler linksrum falsch gedreht sind auf der linken Seite. Alter, ich werde Da wahnsinnig. ist Wasser nach oben und Dampf nach unten, aber es gehört andersrum. Das habe ich gesehen, ohne überhaupt auf im Spiel zu gucken. Das habe ich in einem Stream gesehen. Jetzt einfach auf drei Accounts gleichzeitig indirekt, ne? Alles klar. Er wird sich freuen. Er wird sich. Ich weiß nicht, ich glaube, er wird. Ja. Mega. Ich glaube, er wird sich nicht freuen. Kommt drauf an in Bezug auf was das ist. In Bezug auf Factorio. Das ist mir eigentlich relativ egal. Egal, was da jetzt kommt. Es ist ihm egal. Weiß zwar nicht, was jetzt kommt, aber es ist mir egal. Ich weiß, dass es dir definitiv nicht egal sein wird. Ich glaube, ich habe da irgendwas schon mal so vor 3, 4 Monaten erwähnt. Vergesslich, das weißt du auch. Und ich höre schlecht zu. Ja, vergesst, ich wüsste nicht, ob du hörst schlecht zu. Das ist eher das Problem. Ich höre nie zu, das ist, glaube ich, eher das Problem. Das sollte ich mir manchmal bei meiner Freundin auch überlegen. Was? Was? Aber wir sind leider am Ende der Folge. Okay, und rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.